Hallo liebe Freunde der dunklen Seite, willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Ich habe einfach mal Bock auf eine Rückrunde. Mal gucken, ob wir die Runde von vorhin ein bisschen toppen können. Ist ja, glaube ich, nicht allzu schwer. Ich glaube, wir haben irgendwie 16-13 gespielt bei unserem ersten Match auf der PS4. Und kriegen wir den hier? Moment. Außerhalb des Bereichs, nicht gut. Ja, mit der Rolle ist es noch so ein bisschen... ein bisschen schwierig. Mir fehlt so ein bisschen die Bewegungsfreiheit, muss ich sagen. Ist zwar alles Gewöhnungssache, aber... wo sind die denn jetzt? Sollten wir hinkriegen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich gerne adden jetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt die PlayStation 4 Pro. Ihr könnt mich gerne adden. Scheiß eigentlich so wie auf dem PC, also Darkseid 84-YouTube. Und ihr könnt mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Könnt auch gern mal in die Lobby joinen. Nur, was ich auch mal das eine oder andere Mal hatte, es gibt ja auch so Leute, die halt so ein bisschen trollen oder halt so einen ein bisschen ärgern wollen. Ich kann es ja verstehen, dass halt manche sich freuen, mich in der Lobby zu haben. Aber wenn dann halt Leute einen blockieren oder keine Ahnung, ist schon ein bisschen nervig. Aber ich bin mal gespannt. Ja. So, ja, was ich noch auf jeden Fall ansprechen wollte, ist halt das Thema, da haben mich ja auch wieder einige Leute gefragt, die da anscheinend auch teilweise frisch auf meinen Kanal gefunden haben, ob ich vielleicht mal ein paar Tipps raushauen könnte für kleinere YouTuber. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen lustig, weil ich mache ja jetzt selber auch nicht allzu lange YouTube. Ich glaube gerade mal seit, wenn überhaupt, 6 Monaten. Hat ja, wie gesagt, alles damit angefangen, dass ich halt die Best-Offs für den Sorbus gemacht habe. Da hat ja alles angefangen. Ich kann ja gerne mal versuchen, ein paar Tipps rauszuhauen, die mir jetzt so aufgefallen sind. Zum Thema allgemein Let's Plays auf YouTube. Das Ding ist ja, hätte man vor ungefähr 6 Jahren damit angefangen, hätte man auf jeden Fall mehr Erfolg gehabt im Gegensatz zu heute, muss ich sagen. Also ich will jetzt auf keinen Fall jetzt Leuten irgendwie die Illusion nehmen, aber man weiß, dass sich YouTube in den 6 Jahren sehr stark verändert hat. Also Let's Plays waren sehr gut in Mode, hat jeder geguckt, war noch, ja, kann ich sagen, schon beliebt. Aber heutzutage, man sieht ja, Let's Plays werden noch von wenigen Leuten gesehen. Was heute eher so ankommt, sind Vlogs. Wie sich Leute halt, keine Ahnung, irgendwie irgendeine Elektronik auf bei Mediamarkt oder so holen. Oder die ganzen Prank-Videos. Oder wie Leute im Lebensmittelbahn oder keine Ahnung. Irgendwelche Challenges, als wie, ja, hier nicht lachen, ansonsten hast du verloren, aber ja, soll jeder machen, wie er will. Ist halt nur die Sache. Also wenn man mit Let's Plays anfängt, dann ja. Da kann ich nur den Rat geben, wenn man Let's Plays macht, zum Beispiel jetzt hier Star Wars Battlefront, sollte man auf jeden Fall kommentieren. Also ich rede jetzt nur für mich. Es gibt auch, denke ich mal, andere Leute, die so genauso denken. Wenn man jetzt ein Video guckt, was halt nicht kommentiert wird, ist es halt so ein bisschen auf Dauer langweilig. Der kann der ein oder andere vielleicht gute Kills machen, aber wenn es halt nicht kommentiert wird, ist es halt so ein bisschen einseitig. Also so geht es mir jedenfalls. Und ja, und es ist halt auf jeden Fall angenehmer zu gucken. Was ich vielleicht noch empfehlen könnte, ist jetzt auch nur meine Meinung, also ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein 10-Jähriger kommentiert, klingt es auch so ein bisschen komisch, also man sollte auf jeden Fall, wenn man vielleicht kommentiert, vielleicht ja abwarten, wenn man vielleicht zum Stimmbruch ist, also nach dem Stimmbruch, wenn die Stimme etwas tiefer ist. Wie gesagt, ich will da keinen zu nahe treten, aber ich würde das halt so empfehlen, weil es klingt ein bisschen komisch, wenn derjenige halt so eine kleine, Piepstimme hat, ne? Ich denke mal, der ein oder andere kann mich da vielleicht verstehen. Ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so. Was ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen kann, ist halt auf jeden Fall so ein, ja, für den Anfang vielleicht so ein mittelgutes Headset zu haben. Also vielleicht, also mein Fall jetzt war das jetzt, glaube ich, so 25 bis 30 Euro. Ich habe halt ein Headset mit Mikrofon. Hat, wie gesagt, so um die 30 Euro gekostet und man kann mich, denke ich, mal gut verstehen. Und es ist jetzt nicht irgendwie zu leise oder irgendwie zu, wie sagt man, so, dass es halt so knistert oder so, als wenn jetzt der ein oder andere unter Wasser aufnimmt oder im Weltall spricht oder so, kennt man ja manche Mikros, die halt so komisch klingen oder so krass übersteuert sind. Was ich halt nur bemängle an diesen Mikrofonen ist, wenn man sich vielleicht aufregt oder sich extrem freut, wenn man halt ein bisschen lauter wird, dann hat man halt keinen Pegel, der das irgendwie so ein bisschen runterdrückt. Also wenn ich mich jetzt aufregen würde, dann wäre das jetzt auch total übersteuert. Da müsste ich mir vielleicht so auf, ja, früher oder später auch mal so Mikrofon holen, was vielleicht auch so um die 80 bis 100 Euro kostet. Also da kann ich zum Beispiel dieses eine Mikrofon sehr empfehlen. Also diejenigen, die zum Beispiel auch bei Tombi Videos gucken, der hat ja auch so ein Mikrofon, das MC, wie heißt denn das?
Ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben, das war das MCU, glaube ich, -01, -C. Also das ist sehr gut auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da ist auch sehr klar und deutlich gut gesprochen und so. Das würde ich mir vielleicht auch so nahe Zukunft holen wollen. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Soll jetzt auch kein Product Placement sein oder sowas. Aber das Mikrofon kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Vom Klang ist es echt geil. Ja, so viel dazu. Also, dass man halt jetzt auf jeden Fall laut spricht und nicht zu leise, dass man halt auch deutlich spricht und nicht halt so irgendwie vor sich her nuschelt. Das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, muss ich sagen. Aber ich denke mal, das geht einigermaßen. Also, ich denke mal, die meisten von euch verstehen mich, wenn ich jetzt hier vor mich hin laber. Das Problem ist auch, das kann ich selbst jetzt auch gar nicht beurteilen. Man muss auf jeden Fall auch so kommentieren, das ist auch nur eine Übungssache, dass der Zuschauer quasi vom Bildschirm nicht einpennt. Also, dass man halt so eine gewisse, ja, Spannung im Let's Play hat. Also ich kann es jetzt wie gesagt nicht beurteilen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Videos gucke, auch beim Kumpel oder so, der mich ja auch unterstützt. Und wenn ich denn bei ihm meine Videos gucke, dann sage ich meistens auch, ja, kannst du wenigstens den Ton lautlos machen, weil ich kann meine eigene Stimme überhaupt nicht ab. Also ich denke mal, das geht fast jedem so. Die eigene Wahrnehmung ist ja meistens immer anders, als wenn man sich selber richtig hört. Und wie gesagt, ich kann meine eigene Stimme gar nicht ab und ich kann auch gar nicht beurteilen, ob ich jetzt auch gut kommentiere, dass der ein oder andere auch daran mehr Spaß hat. Ja, was gibt's noch? Ja, ich denke mal zum Thema Sprache, also sprich Audio. Ich kann einfach nur empfehlen, das zum Aufnehmen, da habe ich Bandicam. Da kann man jetzt zum Beispiel auch zwei Tonspuren aufnehmen. Also sprich die Tonspur vom Game und die eigene Tonspur. Da kann man seine eigene noch ein bisschen bearbeiten und halt ein bisschen lauter machen. Weil manchmal ist meine Stimme auch ein bisschen zu leise für das Game. Und da muss ich auch so ein bisschen was anpassen. Also Bandicam gibt es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, so für 25, 30 € oder so. Es gibt zwar eine kostenlose Version, da kann man aber nur 10 Minuten aufnehmen. Und dann hat man halt auch oben in der Mitte so ein ja, kleines Wasserzeichen. Was man aber mit so einem ja, ganz guten Schnittprogramm locker beheben kann. Also jetzt zum Thema Schnittprogramm. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich habe jetzt zum Beispiel Premiere Pro 2015. Das kostet auch, glaube ich, im Monat 25 €. Aber da ich ja damals diese Umschulung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht habe, haben wir das damals, ja, ich sag mal, umsonst bekommen. Und ja, von daher kann ich mich gar nicht beschweren. Ja, was noch? Also ja, zum Thema Thumbnail, also das Bild, was quasi angezeigt wird auf YouTube. Das ist eigentlich am wichtigsten, weil die meisten Leute achten echt nur auf das Bild, was sie sehen, und klicken dann auf das Video. Es ist jetzt in Klammern nicht egal, was im Titel steht, aber das Thumbnail hat mehr, ja, ich sag mal, mehr Auswirkungen als der Titel selbst. Also wenn ihr ein Thumbnail macht oder wenn ihr halt gut mit Photoshop seid oder mit, man kann ja auch mit Premiere Pro halt Thumbnails erstellen, dass ihr auf jeden Fall im Thumbnail zeigt, was im Video passiert. Keine Ahnung, da kann ich ja vielleicht mal ein Beispiel nennen, obwohl es jetzt vielleicht so ein bisschen krass ist. Ich habe ja mal mit dem Streugeschütz gespielt. Da habe ich ja irgendwie in der zweiten, ja, im zweiten Part oder so auch eigentlich ganz gut damit, ich sag mal, rasiert. Und da habe ich ja auch so ein Thumbnail erstellt mit dem Streugeschütz selbst als Bild und dann halt so ein Trooper, der halt davon getroffen wird. Und da habe ich halt so ein etwas makaberes Bild genommen, dass der Kopf halt so abgetrennt wurde vom Streugeschütz. Da habe ich mir auch überlegt, ja, ist das vielleicht noch ein bisschen zu krass oder so. Aber ich glaube, da habe ich ja auch mittlerweile etwas über 1000 Aufrufe. Also von daher hat es ja irgendwie doch geklappt. Ja, jetzt so ein Beispiel. Also sprich, ja, Thumbnail ist eigentlich das A und O, dass die Leute quasi drauf aufmerksam werden. Wichtig ist ja auch natürlich auch der Titel. Dass man auch reinschreibt, was da in der Folge passiert. Also sprich, wenn ihr jetzt irgendwie einen Killstreak macht mit irgendeinem Helden oder so, schreibt das auch im Titel rein. Keine Ahnung, 40er, 50er Killstreak mit dem und dem Helden. Oder wenn jetzt irgendwie ein lustiger Bug im Spiel ist oder ein überkrasser Bug, dass ihr das auch reinschreibt im Titel. Keine Ahnung, heftigster Bug ever oder sowas. Weil viele machen auch den Fehler, das habe ich auch bei etwas größeren YouTubern gesehen, die schreiben einfach nur rein Star Wars Battlefront und dann Hashtag die Folge, Folge 02. Also ist auch vielleicht ein bisschen langweilig, also man sollte schon reinschreiben, was da in der Folge passiert, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Was kann ich noch empfehlen? Ich überlege gerade. Ach ja, das Wichtigste, was man auch auf jeden Fall immer vergisst: Man sollte auf jeden Fall seine Videos in HD aufnehmen, also mindestens 720p. Ja, doch P, nicht I, also P. Natürlich 1080p. Am besten, wenn es auch geht, mit 60 FPS, dass es halt auf jeden Fall flüssiger und smoother läuft, also geschmeidiger. Ich habe jetzt auch bei einigen, also das beste Beispiel ist, wenn mir jetzt Leute irgendwelche Best-ofs einschicken, also sprich Clips fürs Best-of, dass manche Leute mir irgendwie, ja, wie soll ich jetzt sagen, manche schicken mir halt irgendwelche Clips ein von, was sie vom Handy aufgenommen haben. Also wenn sie vom Fernseher stehen und das filmen die dann mit dem Handy, das sieht dann auch irgendwie so dementsprechend aus. Halt verwackelt und milchig, dass man da was kaum erkennen kann. Oder manche schicken halt irgendwas ein, das sieht dann irgendwie ein bisschen aus wie eine VHS-Qualität. Also, was ich empfehlen kann, auf jeden Fall in HD aufnehmen. Das ist eigentlich das A und O, weil manche nehmen vielleicht auch nur in 480p auf. Den einen oder anderen stört es vielleicht nicht, aber ich würde es euch raten, in Full HD aufzunehmen. Alter, ist der gerade geflogen. Scheiße. Ja, geil. Die Phase gewinnen wir, glaube ich, oder? Dürfte jetzt eigentlich nicht so viel passieren. Y-Wings haben die nicht mehr. Jawohl, Thermaldetonator läuft. Ja, wo waren wir? Genau. Was fällt mir noch ein? Ja, was. Ja. Also nochmal vielleicht drauf zurückzukommen zum Thema Let's Plays. Wie gesagt, überlegt es euch. Also so im Gameplay jetzt, wenn ihr euch für Let's Plays entscheidet, achtet darauf, dass ihr vielleicht eine. Ja. Dass ihr einen Schwerpunkt habt. Also jetzt zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt irgendwie Star Wars Battlefront geworden. Oh, der war nice. Fußballtechnik. Gut. Ne, dass ihr vielleicht ein Hauptspiel habt. Also bei mir ist es halt Star Wars Battlefront. Läuft ja bis jetzt noch sehr gut. Dass ihr nicht zu viele verschiedene Projekte habt. Also dass ihr euch auf eins spezialisiert. Weil man weiß, Let's Plays, gerade als kleiner YouTuber ist es sehr, sehr schwer. Gerade durch die große Konkurrenz fällt es einem schon schwer, Fuß zu fassen. Also das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, dass man sich mit anderen YouTubern zusammentut, dass man da mit dem vielleicht noch ein bisschen was aufnimmt und so. Natürlich auch, dass man sich gut versteht. Nicht, dass es jetzt heißt, ja, von wegen hier sowas wie, keine Ahnung, Abo gegen Abo oder dass man sich quasi aus freien Stücken pusht, dass man sich gut versteht. Also ich kann immer wieder das Beispiel nehmen, Tombi und ich, wir verstehen uns sehr gut, wir haben Spaß zusammen, auch wenn wir zusammen aufnehmen oder halt, wenn ich mal bei ihm im Stream bin. Ja. Was noch? Ich glaube, das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen so weiterhelfen. Für die, die das gefragt haben. Und ich glaube, die Phase ist auch so gut wie vorbei. Jawohl. Hat eigentlich ganz gut gepasst, würde ich sagen, das Thema zum Abschluss. Also, wie gesagt, wenn ihr vielleicht noch Fragen habt, diejenigen, die auch gerade diese Frage hier gestellt haben. Ich hoffe, das war's. So, warte mal. Kommen ja gar nicht mehr raus hier aus der Ecke. So. Ja, das war's. Sieg! Rang 4, jawohl! Es geht aufwärts. Oh Mann, ey. Was haben wir, was haben wir? 18-7, jawohl. Läuft. Stabile 2er KD. Das ist das Wichtigste. KD ist alles, Mann. Oh Mann. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch das Thema an sich. Ich hoffe, ich konnte mich so einigermaßen verständlich ausdrücken. Und ich will sagen, wenn ihr Spaß daran hattet, ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Part. Bis dann, Leute. Peace. Tja, liebe Freunde, das war's dann auch leider schon mit der Folge. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du mich gerne links abonnieren. Rechts findest du die aktuelle Playliste und darunter halt, was du dir vielleicht sonst noch angucken kannst. Ansonsten bis bald und Peace.